So, und weil heute Freitag ist, will ich mal die Mülltonnen wieder reinholen. Die sind heute Morgen geleert worden. Guck mal hier, ich habe jetzt hier ein automatisches Tor eingebaut vor ein paar Wochen. Ich habe so die Schnauze voll gehabt von dem Aussteigen immer hier und dann das Auto ein Stückchen vorfahren und dann wieder aussteigen, das Tor zumachen und oh ne. So gut hätte ich schon vor Jahren machen sollen. Ja, da fängt ja schon gut an. Überhaupt kein Intro gemacht für dieses Video. Das erste deutsche Video auf dem Kanal und kein Intro gemacht. Also pass auf, das habe ich ja jetzt schon vor ein paar, ist schon ein bisschen länger her. Wir haben von Stefan und Brooklyn zu Weihnachten den Gutschein geschenkt bekommen für einen High Tea. Was immer das ist, wir konnten uns nichts drunter vorstellen, haben ein bisschen rumgegoogelt. Ja, findet man. Was wir denken ist, da werden Drogen genommen. Ne? Da trinkt man Tee und da ist irgendein Scheiß reingemischt und da wirst du schön high von. Irgend sowas wird das sein. Das ist nämlich an der Gold Coast unten, wo wir gleich hinfahren dann. Das ist nichts Gescheites. Also, das war das kurze Intro für den Film jetzt und jetzt geht's endlich los mit dem Original Video, was ich da schon geschossen habe an dem Tag. Das ist ja schon ein bisschen später, aber ich habe natürlich überhaupt nicht, auch nicht Hallo gesagt und nichts. Also Hallo zum neuen Video auf Living Down Under. Das muss ich jetzt alles noch. Ich weiß nicht, was ich für ein Intro machen soll. Was soll ich denn da mal sagen dann jedes Mal bei diesem Video dann? Ich weiß noch nicht. Also schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Jetzt geht's aber endlich los. Euch den Scheiß an, wenn die mit dem Müllauto kommen hier. Verlieren drei Viertel von dem Müll. Halbe Mülltonne schon wieder voll. Ja, 27. Es ist warm genug. Oh, oh, shit. Kriegst du hier drauf? Ehrlich. Ich würde vielleicht noch ein paar Knöpfe zumachen hier. So, das sind 116 Kilometer bis zur Goldküste. Goldküste. Gold Coast. Wir haben jetzt schon 10 nach 10. Oh. Der Hund. Ich dachte, was hat er denn? Der Hund läuft hinterm Auto lang. So, Silke ist kurz in die Apotheke ihren Kram holen. Und ich programmiere schon mal unser Ziel ein hier, wo wir hinfahren wollen. Von diesem Parkhaus, wo wir hinwollen. Weil da kann ich nämlich das Auto umsonst aufladen, während wir Drogen nehmen. 135 Kilometer bis dahin. Jetzt mein weißes Hemd angezogen. Ich hoffe, das ist okay. Das war schön so. Ich lasse die Klimaanlage laufen hier auf 26 Grad. Und da läuft kein Motor oder sowas. Kann ich stundenlang hier sitzen in der Kühle hier, ohne dass es irgendwelche Geräusche macht oder sowas. Elektroauto halt. Oh, das ging aber schnell. So, da vorne sehen wir schon die Hochhäuser von der Gold Coast. Die stehen ja direkt am Meer. Ein bisschen zähflüssigen Verkehr gehabt. Zähflüssigen Verkehr. Heißt das flüssig oder fließend? Zähfließender. Translator. Zähfließenden Verkehr gehabt auf dem Highway. Aber wir haben noch 10 Kilometer zu fahren jetzt. Und dann gibt es High Tea. Ich habe schon gesagt, ob das was mit Drogen zu tun hat. Gut. Ja? Alkohol. 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 Alkohol ist gut, genau. Ja, wir beide wissen nicht so richtig, was wir davon erwarten sollen von diesem High Tea. Man kann es auch nicht googeln irgendwie so richtig. Ich hoffe, die lassen uns rein. Im Turnschuh. Mit den Klamotten hier, ja. Und jetzt sind wir mittendrin im Gewühl. Okay. So, mal gucken, ob das Ladeding hier frei ist, hoffe ich. Bin nämlich leer. Beide frei. So, und hier kann man jetzt umsonst parken. Umsonst, wir können hier umsonst laden, aber müssen die Parkgebühren bezahlen. So rum ist es. So, muss ich meine App aufmachen. Charging. Das ist gut. Und das rote Licht ist an. Lädt. Okay. Oh. Immer ein Schlüssel hier drin, immer. Deswegen heißt es ja auch Autoschlüssel. Ja.
So, da sind wir schon. Hätte man einfach hier vorne reingehen können. So, jetzt kriegen wir erstmal Wasser. Und wie es dann weitergeht, wissen wir noch nicht so richtig, oder? Nee. So, jetzt sind wir mal gespannt, was hier passiert. Also erstmal brauche ich gleich eine Strickjacke, es ist nämlich kalt hier drin. Es ist angenehm vom Laufen, jetzt ist es erstmal schön. Da war nämlich ganz schön warm draußen, 32 Grad heute. Und diese ganzen alten Fenster an, die sie jetzt zusammengesucht haben hier. Mhm. Ist ja eine gute Idee. So, na gut, jetzt haben wir auch schon mal Wasser. Ein schönes Fruchtsäckchen. Ne? Ist gut. Mittag. Ja. Cheers. Original Singer Nähmaschinen an der Decke. Ziemlich cool. Und hier an der Wand die alten Radios. Sollte ja nicht auf dem Klo filmen. Cool, thank you. Das sieht ja schon mal richtig gut aus. Ja, das gibt's ja nicht. Ne? Jetzt nach dem Sekt merkst du schon was? Ja, ich habe erst einen Schluck gehabt. Also deswegen heißt das High Tea, weil man gleich high wird hier. Weil die es zuerst servieren. Also vermutlich sind da doch Drogen untergemischt bei der ganzen Sache. First last day with guacamole and prosciutto. And then you have your sweets. Mm-hmm. It's a salted caramel honey cream macaron. In the front, the little triangles, they're lavender cream financiers. You have a terrain here, which is black forest with a chocolate mousse lining down the bottom. Yep. The little tarts there, they're white chocolate with milk chocolate and hazelnut curls. And then you have little glasses of strawberries and cream. Wow, so that's everything. Let me know if you need anything, any water, any photos. Yeah. Cool, excellent. Thank you so much for that. Yeah, and we'll be back over in a minute. Okay, thank you very much. Mhm. So, also das ist jetzt alles, was wir kriegen hier für den High Tea. So heißt das. Alles hausgemacht, Spezialitäten vom Koch, alles mit Liebe, handgemacht. Nichts von der Bäckerei gekauft. Machen die alles selber frisch hier. Fast alles aufgegessen. Ich habe meinen Lachsburger noch. Du hast deinen Keks noch mit Bienenhonig, Honigwabe obendrauf. Kurze Pause. Das ist ja auch cool gemacht. Wir haben für den Putz. Ja. Gar nicht abgemacht. Ja. Das sieht gut aus. Das ist super staubig. Ja, auch nicht schlecht. Während man hier sitzt, kannst du schön beobachten, was abgeht in der Küche. See you later, thank you very much. That was very nice, thanks. See you later, bye bye. Thanks, bye. Ach, hier, die Linie 6 gerade zum Nah Wolfsanger. Gerade verpasst. So ein Mist. Genau, ich habe gesagt, das ist ein bisschen wie Urlaub hier jetzt. Surfers, Strand gleich hinter den Hochhäusern hier. Kleinen Läden, Strandpromenade. Das ist halt da, wo man wohnt. Also fast. Hier gibt's all you can eat Pancakes. Wollen wir? Hast du Lust? 9,99 Dollar pro Person. Und dann gib ihm. Nee, das ist nicht viel. Aber Pfannkuchen kannst du 3 Stück essen vielleicht und dann war's das. Dann. Das wissen die. Dann brauche ich was Herzhaftes. Sonst passiert Schreckliches. Ferienwohnungen, Apartments.
Eisenbahn ist schon klasse. Ach, da vorne muss ja das Meer sein dann schon. Ja, ja. Da ist schon gleich dahinter. Nee, merke ich nicht. Nein. Ah. Jetzt sehe ich zwar nicht mehr deutlich, aber... Tesla mit Motor. Ja. Da steht's, Surfer's Paradise. Da ist ein Betrieb am Strand. Da wird es so voll sein ja, wie in Malle. Wie in Malle. Ich die ganzen Bunker hier alle an. Oh. So, 10 Minuten durch die Stadt gelaufen und jetzt sind wir am Strand von Surfers Paradise. In der Hauptsaison in den Ferien ist es so voll hier. Unglaublich voll. Guck mal diese Menschenmassen an im Wasser. Das ist ja das widerlich. Ja bis, ist ja bis dahin so voll. Das ja. Sieht man sonst gar nicht, wenn wir da hinten sind. Nein. Da sind wir zu sehr verwöhnt jetzt. Ja. Das geht nicht mehr. Naja, waren wir halt mal am Strand, ne? Ja. Einer eine Idee gab. Hast du die Klamotten dann original? Ja. Kannst dich umziehen irgendwo, verkleiden und dann... Du kannst dir eine Zeit aussuchen, wo du leben willst. Ja. Zeit. Und dann geht's ab in den Salon hier. Pokertisch, alles voll Geld auf dem Tisch da. Da sind wir gleich am Auto. Das passt ja gut. Katsch, mal gucken, wie viel er reingepumpt hat. 3 Stunden, 3 Minuten hat er geladen. Ja, das passt ja. Okay, finished. Return plug to holster. Thank you, charge point. Ich muss dann mein Ticket noch bezahlen, ne? Ach so. Das mache ich kurz. So, das waren jetzt 8,10 Dollar fürs Parken hier für 3 Stunden, aber kostenlos getankt. 8,10 Dollar. Aber voll getankt. Genau. Ja, weil irgendwo geparkt hätten wir eh und sicherlich nicht umsonst. Nein, das ist eigentlich noch günstig hier für 2,70 die Stunde. Ja, ja. Hier wohnen die ganzen Armen. Chevron Island. Leute, wir gehen noch kurz in den Supermarkt ein bisschen Obst und Gemüse kaufen und dann fahren wir wieder nach Hause. So, nun sind wir wieder zu Hause. Da kommen sie, die Ungeheuer. Da ist noch eins und da ist noch einer. So, das war jetzt 1,5 Stunden Fahrt von der Gold Coast bis nach Hause hier. Mit ein bisschen Verkehr dabei, aber war nicht schlimm. Für Freitag habe ich gedacht, oh, das ist nicht gut. Feierabendverkehr und dann von der Gold Coast hier hoch. So, ja, das wäre ein sehr schöner Tag heute an der Gold Coast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr habt einen kleinen Eindruck gekriegt, was wir so machen hier in unserer Freizeit, wenn wir unsere Weihnachtsgeschenke einlösen. Und... ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Gucken und so. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Dann viele Grüße aus dem Land Down Under. Macht's gut, der Andi und die Silke. Tschüss.